Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen nun ein Gespräch mit dem Philosophen und Literaturwissenschaftler Wolfgang Harich. Hans-Herbert Westermann hat es mit ihm in Berlin für die Reihe Zeugen des Jahrhunderts geführt. Herr Harich, wer oder was hat Sie im ersten Jahr nach dem Ende der DDR am meisten enttäuscht? Die Schnelligkeit, Überstürztheit der Einverleibung, will ich es mal sagen. Statt einer organischen, echten Wiedervereinigung, für die man uns mindestens 2 Jahre hätte Zeit lassen müssen. Sie waren seit 1946 Mitglied der SED gewesen. Und dann ausgeschlossen worden von der Partei. Fühlen Sie sich heute parteilos oder haben Sie die Neigung, sich wieder zu engagieren? Ja, ich habe die Neigung, mich zu engagieren wieder, ja. In der PDS? Nein, in der PDS nicht. Also ich glaube, dass die nicht auf dem richtigen Wege ist und ich weiß nicht, also das, dann könnte ich gleich Sozialdemokrat werden. Gut. Sie sind in Königsberg geboren, 1923. Ihr Vater war Schriftsteller und Biograf, Ihr Großvater Chefredakteur einer nationalliberalen Tageszeitung. Beschreibt das den Familienhintergrund? Bürgerlich, gebildet, national und liberal. Ja, ja. Meine beiden Großväter waren Nationalliberale. Der Vater meiner Mutter, Königsberger Allgemeine Zeitung, Chefredakteur und Verlagsleiter von 1875 bis 1928. Und durch seine Erzählungen bin ich nicht nur Zeuge des dieses Jahrhunderts, sondern auch gleich des vorigen. Und der Vater meines Vaters war 10 Jahre jünger, besaß eine Druckerei in Allenstein und dazu gehörte auch eine Zeitung. Ist Ostpreußen Teil Ihrer Kindheitsmuster oder ist das weg? Nein, überhaupt nicht weg. Also meine Eltern sind mit mir zwar schon 1926 von Königsberg nach Berlin umgezogen, aber wir waren immer daraufhin, bis zum Tod der beiden Großväter 1939 bzw. 1940, mehrmals wochenlang in Ostpreußen, teils in Allenstein, teils in Königsberg, auch in fast allen Schulferien, sodass ich doch mit Königsberg, Allenstein, mit den Masurischen Seen, mit der Samlandküste, also sehr lebhafte Jugenderinnerungen. Ist das ein Stück Heimat im Gefühl? Ja, doch, durchaus, ja, durchaus, ja. Zur Schule? Das ist die eine Heimat. Die andere, an der ich aber mehr hänge, weil sie dann auch später mir vertraut geblieben ist. Das ist die Mark Brandenburg. Darauf wollte ich kommen. Sie sind dann in Neuruppin, später in Berlin zur Schule gegangen. Fontanes, Neuruppin. In Ihren märkischen Erinnerungen, Sie waren damals so um die 10 Jahre alt, gibt es da schon politische Eindrücke? Mein Vater war ein bürgerlicher Demokrat, der im Unterschied zu anderen Intellektuellen seiner Generation Hitler sehr ernst genommen hat und vor ihm große Angst hatte, weil er zu Beginn der 20er Jahre in München gelebt hatte. Und der hat in dem Moment, also als die Hitlerbewegung stark war, eingewirkt auf seine sozialdemokratischen Freunde und auch auf kommunistische Freunde, zu denen er jetzt erst Kontakt fand und suchte. Er nahm zum Beispiel eine Kommunistin zur Sekretärin, sich doch zusammenzutun, um diese Hitlerbewegung abzuwehren. Das war also für ihn also politisch das Wichtigste vor seinem Tode 1931. Sie haben dann noch in den letzten Schuljahren angefangen, als Gasthörer bei Nikolai Hartmann und Eduard Spranger Philosophie zu studieren.
Was ist davon geblieben und was haben Sie später anders gesehen? Ich bin ab 1940 in Berlin gewesen und es war sehr leicht, Schule zu schwänzen, weil die Luftangriffe immer Gelegenheit zu Ausreden gaben. Ich war gerade in Pankow und bin nicht in die Schule gekommen. Die S-Bahn ging nicht. Und ich habe das benutzt, um ganz regelmäßig vor allen Dingen die Vorlesungen von Nicola Hartmann und von Eduard Spranger zu besuchen. Ich war damals schon von der Philosophie gefangen und habe von beiden einen starken Eindruck und möchte sagen, von Nicola Hartmann einen so starken, dass ich heute noch sein, mit gewissen Modifikationen sein Anhänger bin und auch heute noch an einer großen Arbeit über ihn sitze. Sie sind dann 1942 zur Wehrmacht eingezogen worden. Sie haben wegen unerlaubter Entfernung von der Truppe eine Militärstrafe in Torgau abgesessen, sind dann Ende 44 desertiert und haben sich einer kommunistischen Widerstandsgruppe angeschlossen. War das eine ideologische Entscheidung oder hätte es auch eine andere Widerstandsgruppe sein können? Da kommt Verschiedenes zusammen. Erstens handelte es sich um Hilfe für Auschwitz bedrohte Juden. Noch 44? Noch 43, 44, jawohl. Da kam ich im Zusammenhang mit dieser Aufgabe in Verbindung mit der Widerstandsgruppe Onkel Emil um Ruth Andreas Friedrich. Und die schloss sich dann 44, 45 zusammen mit anderen Gruppen. Einerseits mit den verbliebenen Resten der nicht verhafteten Freunde Theodor Haubachs, Sozialdemokraten, andererseits mit einer Gruppe, die geführt war von dem Kommunisten Alex Vogel und einem jungen, liberal eingestellten Halbjuden Wolfgang Schmidt, der später nach Australien gegangen ist. Und diese Gruppen schlossen sich in dem Winter 44 auf 45 zusammen. Ich stieß Anfang 45 dazu, wurde Kurier dieser Gruppen. Es kam dann noch ein aus dem KZ-Haft geflüchteter jugoslawischer Politkommissar, Nenad Stefanovic, dazu. Und die versorgten mich mit falschen Papieren und ich machte für sie in ganz Berlin Kurierdienste. Und das ging dann in der Hauptsache um die Verhinderung eines Kampfes um Berlin. Also, dass wir mit Schmieraktionen, mit Schlemmkreide und mit Flugblattaktionen eben die Bevölkerung aufgerüttelt haben, um der relativen Unversehrtheit der Reste von Berlin willen nicht zu verteidigen und Verteidigung nicht zu unterstützen. Und das ging dann bis April 1945, bis die Rote Armee uns also dort einholte. Nicht? Als dann die Besetzung der Stadt vollzogen war, was waren die ersten Kontakte zu Vertretern der Alliierten? Es ist als erstes bei mir aufgetaucht Jan Vogeler, der Sohn von Heinrich Vogeler Worpswede, in sowjetischer Uniform. Der war sowjetischer Leutnant, das war aber nur ganz kurz. Und einige Zeit später, ich glaube noch im Mai 45, kam dann einer, der aber nicht Alliierter war, das war ja der Wolfgang Leonhard, der mich auf einer Liste hatte und der mich nach meinen Interessen fragte und mich über die Politik der Partei aufklärte, über die Volksfrontpolitik, über das Nationalkomitee Freies Deutschland. Und aufgrund meiner kulturellen Ambitionen mir den Rat gab, also in einer Volksbildungsabteilung einer der neu gegründeten Stadtbezirksverwaltungen mitzuarbeiten. Und da fischten mich dann Leute von dieser Widerstandsgruppen Berlin Ernst heraus und sagten, in der Kammer der Kunstschaffenden
würde also eine große Kunstorganisation aufgebaut werden, eine neue antifaschistische, und an der Spitze stünde Paul Wegener. Und Paul Wegener war ein alter Freund meiner Eltern, der Schauspieler, und der fischte mich nun, weil er mich wiedererkannte, aus diesem Kreis heraus und machte mich zu seinem persönlichen Referenten. Und da haben wir ja zuerst unter sowjetischer Kontrolle gestanden, später unter Vier-Mächte-Kontrolle. Und da bin ich zuerst zusammengetroffen mit Vertretern der sowjetischen Kulturabteilung. Als Sie dann wieder anfingen zu studieren, waren Ihre alten Lehrer nicht mehr da. Haben Sie je daran gedacht, denen nach Göttingen oder Tübingen zu folgen? Nein, leider nicht. Also wenn ich heute noch mal anfangen könnte, würde ich zu Nikola Hartmann nach Göttingen gehen. Allerdings mit Marx und Plechanow und Mehring und Lukács im Rucksack, gesagt, nicht wahr? Hätte die letzten 5 Jahre seines Lebens doch noch mitbekommen. Also wenn ich noch einmal zurückdrehen könnte, würde das so ablaufen, nicht? Ja, an der Berliner Universität war nicht viel los. Spranger war der erste Nachkriegsrektor, der provisorische. Der dann aber sehr bald nach Tübingen ging. Der ging nach Tübingen, ja, er hatte eine Auseinandersetzung mit Paul Wandel. Das war der erste? Das war der erste Leiter der Zentralverwaltung für Volksbildung. Und er sagte also, das wird hier eine kommunistische Klippschule, die Universität. Wobei kommunistisch hätte er ja geschluckt, der Spranger, aber Klippschule nicht. Mhm. Und er hatte damals die Idee, schon 1946 die Freie Universität Berlin zu gründen. 2 Jahre zu früh, 2,5 Jahre zu früh. War seine Warnung vor der Klippschule berechtigt? Vollkommen. Also das habe ich schon, und gerade diese Differenzierung, kommunistisch, das ginge noch an, aber Klippschule. Also das habe ich später in meiner eigenen Universitätsdozentenzeit also sehr zu spüren bekommen, dass das unfruchtbar war. Da war jetzt ein Sprung. Sie haben also zunächst einmal angefangen zu hören als Student. Und wie wirkte das auf Sie, der Lehrbetrieb, der nun langsam wieder anlief? Nach 45? Nach 45, ja. Ja, das war ja alles... Da war ja praktisch nichts. Erstens war das reguläre Universitätsstudium mit der Aussicht auf eine Universitätskarriere oder mit der Aussicht auf ein Staatsexamen, war ja bis 1951 untersagt, auch in Berlin. Das hat ja erst 1951 wieder angefangen. Man konnte Philosophie studieren, aber ohne Aussicht darauf, dass das eine Perspektive hätte. Da hat Lieselotte Richter, eine Anhängerin des französischen Existenzialismus, gelehrt. Aber auf ziemlich niedrigem Niveau. Es war ziemlich langweilig. Dann wurde es besser durch die rechtsphilosophischen Vorlesungen von Arthur Baumgarten, der aus der Schweiz kam, und Mitglied der Schweizer Partei der Arbeit war, ohne Marxist zu sein. Dann später kam 1949 Walter Hollitscher aus Wien, der in England in der Emigration gewesen war. Aber das alles hatte nicht mehr den Glanz, den die Lehrtätigkeit von Spranger und Hartmann gehabt hatte. Nicht? Sie haben als Student dann angefangen, Theaterkritiken zu schreiben. Zuerst für den französisch lizenzierten Kurier und später ausschließlich für die tägliche Rundschau, die Zeitung für Deutschland. Bei der täglichen Rundschau sind Sie dann aber auch Ressortleiter geworden, eines Ressorts, das hieß Theorie und Propaganda. Ja, das war erst 1949. Aha, und was war das? Dem ging voraus der Besuch der Parteihochschule Karl Marx in Kleinmachnow 1948. Mhm. Und als ich die absolviert hatte, habe ich auf der einen Seite angefangen, als Lehrbeauftragter fakultative Vorlesungen zu halten an der
Pädagogischen Fakultät der Humboldt-Universität, Einführung in den dialektischen historischen Materialismus. Und auf der anderen Seite haben die Russen mich zum Redakteur gemacht für dieses Ressort Theorie, also marxistische Theorie und Propaganda, was ja im kommunistischen Sprachgebrauch heißt, nicht Agitation, sondern Behandlung grundsätzlicher Fragen. Nicht? Also bei den Kommunisten ist eben Studium des Kapital von Marx oder Vermittlung des Kapital von Marx ist Propaganda und Stellungnahme zur Tagespolitik ist Agitation. Sie haben vorhin die Parteihochschule erwähnt. Erstens, wie sind Sie da hingekommen und was war das für eine Art von Ausbildung in der Vorbereitung auf einen Lehrauftrag? SED wollte von Ende 1948 an zunächst freiwillige, fakultative Vorlesungen über dialektischen historischen Materialismus, marxistische politische Ökonomie und Geschichte der Arbeiterbewegung einrichten. Und machte dort in Kleinmachnow einen halb bis dreiviertel Jahre währenden Dozentenkurs. Und da hatte man mich ausersehen wegen also meiner fachphilosophischen Kenntnisse und weil ich ja gleichzeitig neben der journalistischen Arbeit und dann auch mit der Aussicht in die wissenschaftliche Aspirantur übernommen zu werden, Philosophie studierte. Mhm. Und dort wurden wir in Kleinmachnow, dort konnten wir wohnen, dort wurden wir verpflegt und dort hörten wir also Vorlesungen und Seminarübungen, Marxismus, Leninismus. Sie sind dann 3 Jahre später an der Humboldt-Universität promoviert worden, haben sich aber nie habilitiert. War das nicht mehr nötig, nicht mehr üblich oder ging das noch nicht? Na, das wäre schon geworden, wenn nicht mein politischer Konflikt von 1956 gekommen wäre. Das hatte ich vor. Nicht? Wie war Ihr persönliches Verhältnis zu den 3 Lehrern, die immer genannt werden im Zusammenhang, die Sie auch selber immer nennen, nämlich Bloch, Lukács und Brecht? Können Sie das beschreiben ein bisschen? Wie stark war der Einfluss? Und wie unterschiedlich von einem zum anderen? Ja, für mich war immer entscheidend, also das Format, das die Möglichkeit eines bewundernden Aufblicks gab. Nicht? Wenn ich sagen soll, was meine positivste Eigenschaft ist, dann ist es die, also bewundern zu größeren Aufblicken zu können und neidlos. Und das war gegenüber allen dreien. Und bei Brecht handelte es sich darum, den Tendenzen entgegenzuwirken, die kleinkariert an seinen künstlerischen Methoden Kritik übten. Wo ich immer Angst hatte, der hat die österreichische Staatsangehörigkeit, der geht nach Salzburg und macht mit Gottfried von Einem dann eine Sache und die DDR hat nichts davon. Also dem muss man unbedingt halten und deshalb alle Kritiker von Brecht müssen eins auf die Schnauze hauen, selbst wenn ich mal fand, na, aber was der gegen ihn sagt, ist eigentlich gar nicht so falsch. Nicht? Da stand der kulturpolitische Gesichtspunkt über dem anderen. Von Blochs Philosophie bin ich kein Anhänger gewesen. Aber auch da war die Tendenz, ein Mann eines solchen Formats müssen wir hier unbedingt halten. Und ich darf auch den Lukács nicht ein zu großes Übergewicht über ihn bekommen lassen, weil dann bei Bloch auch wieder Empfindlichkeiten sind. Am meisten philosophisch beeinflusst hat mich von diesen dreien Lukács, dem ich auch am nächsten stand, auf dessen Urteil ich auch am meisten gab und für den ich auch, da, wenn es darauf ankommt, kam, am wildesten gekämpft habe. Wie waren die Kontakte außerhalb
der erst der sowjetischen Besatzungszone und später der DDR. Es hat einmal eine Einladung gegeben von dem Westdeutschen Kulturbund 1952 zu einer großen Vortragsreise über Herder, über den ich promoviert hatte, 1951. Und da ging es darum, dass der Kulturbund in Hamburg, geleitet von Ernst Rowohlt, der auch die ganze Geschichte bevaterte, der Kulturbund plante eine große gesamtdeutsche Herder-Ehrung im Dezember 1953 zum 150. Todestag in Weimar. Und für die sollte ich werben. Von Hamburg angefangen, auf der Westschiene, wie man heute sagt, bis runter nach Stuttgart, München und dann auf der bundesrepublikanischen Ostzone über Würzburg, Göttingen, wieder rauf bis Hamburg. Mhm. Eingeleitet war das Ganze in Hamburg durch Ernst Rowohlt, durch eine große Veranstaltung. So. Und das habe ich auch gemacht. Und dann nahm ich kurz vorher Johannes R. Becher ins Gebet und sagte, Genosse Harich, wenn Sie diese Reise machen, das Allerwichtigste ist, dass Sie keine Gelegenheit ungenutzt lassen, um für die Stalin-Note zu werben. März 52. Die vom 10. März 52, diese Note der Wiedervereinigung eines neutralisierten Deutschland mit auch einer eigenen, wenn auch kleinen Armee. Und das war ja die große Chance. Und Becher war eigentlich unter den führenden Kulturpolitikern der DDR derjenige mit der also glühendsten und ehrlichsten gesamtdeutschen Intention. Nicht? Ich war da nun ganz auf seiner Linie. Das war, Bloch und Brecht waren auch, aber Lukács auch. Lukács hatte die These, wenn die DDR nicht in kurzer Frist das deutsche Piemont wird, dann wird sie über kurz oder lang verschluckt, vom Bonner Imperialismus gar nichts mehr sein. Nicht? Auch Lukács war da auf der, war auf dieser gesamtdeutschen Linie sehr stark. Und das hat dann die Jahre 1952 bis 1955 im Raum der Politik ausgefüllt. 1953 starb Stalin und drei Jahre später kam der 20. Parteitag im Februar 1956 mit der Chruschtschow-Rede über die Stalin-Politik, die Entstalinisierung. Dann begannen intellektuelle Bewegungen in Warschau und in Budapest. Hatten Sie da Kontakte? Ja, ich hatte zu Warschau Kontakte, zu Budapest sowieso. Über Lukács. Und nun bildete sich im Aufbauverlag, also im Verlag und mit dem Sonntag der Kulturzeitschrift, bildete sich auch sowas, würden Sie sagen, das war sowas Ähnliches wie ein deutscher Petöfi-Kreis? Der deutsche Petöfi-Kreis ist eine Diskussion, der Petöfi-Kreis in Ungarn ist eine Diskussionsrunde gewesen. Mhm. So etwas Ähnliches bildete sich im Kulturbund-Club. Mhm. Da kamen viele junge Leute zusammen. Und die haben mich dann auch zwei- oder dreimal zu einem Referat eingeladen. Das könnte man am ehesten eine Parallelerscheinung zum Petöfi-Club nennen. Die leitenden Mitarbeiter oder Intellektuellen, die dort die Sache ins Leben riefen, waren also Heinz Kalau, der Lyriker, und Fritz J. Radatz, Lektor vom Verlag Volk und Welt und sehr vertraute Freund der Witwe von Kurt Tucholsky, nicht? Später ihn auch zu Rowohlt gebracht hat. Die hatten dort ein Diskussionsforum wöchentlich
am Donnerstag. Und da haben sie dann auch zwei oder dreimal Harig eingeladen, aber auch andere. Im Aufbauverlag und der Redaktion des Sonntag war eine andere Konstellation. Da ging es nur ein einziges Mal am 15. November 1956 um eine öffentliche Diskussion zusammen mit Johannes R. Becher unter Leitung von dem damaligen Verlagsleiter seit 1953, Walter Janka. Das waren mehr Gespräche über die Frage, was kann man in der Politik ändern. Also im, sagen wir mal, in dem Deutschen Petöfi-Club im Kulturbund wurde diskutiert, was fangen wir noch an mit dem Begriff des sozialistischen Realismus zum Beispiel. Nicht? Schmeißen wir den über Bord oder behalten wir ihn als Terminus bei und geben ihm einen lukatschischen Inhalt? In den Diskussionen im Aufbauverlag und mit der Redaktion des Sonntags, waren da die Vorstellungen und die Zielvorstellungen identisch oder gab es da Unterschiede? Also ich würde sagen, dass, oder ich sage, dass meine Vorstellungen vielleicht in stärkerem Maße als die der anderen in die nationale Richtung gingen. Also dass ich die Ergebnisse des 20. Parteitages der KPDSU mehr danach abgetastet habe, was ist da drin noch für die deutsche Einheit. Da war also die Lehre, dass der friedliche parlamentarische Weg zum Sozialismus nunmehr aufgrund eines geänderten Kräfteverhältnisses in der Welt möglich sei. Und es wurde zum Ausdruck gebracht, dass eine Annäherung von Kommunisten und Sozialdemokraten wünschenswert sei. Und das habe ich sofort bezogen auf die nationale Frage in Deutschland, die vielleicht doch nicht mit den Ereignissen von 1955, mit der Einbeziehung der Bundesrepublik in die NATO, mit der Gründung des Warschauer Vertrages, mit dem Staatsvertrag für Österreich, mit dem Adenauer-Besuch in Moskau erledigt sei. Das ist vielleicht da doch Chancen gäbe, das rückgängig zu machen und dass man ableitend aus den Prämissen der Beschlüsse des 20. Parteitags alles tun müsse, um in der nationalen Frage voranzukommen. Was wollten diejenigen unter den Diskutanten, die das nicht wollten? Ich würde es für übertrieben zu halten, zu sagen, dass sie das nicht wollten. Mhm. Denn das war ja auch die offen proklamierte Auffassung der Partei, die damals noch für die Einheit Deutschlands stand und der russischen Politik. Also wenigstens in Worten. Und dem fühlten sie sich auch verpflichtet. Aber die inneren Reformen innerhalb der DDR hatten für sie größeres Gewicht. Und bei Heinz Zöger, dem Chefredakteur des Sonntag, ging es so weit, dass der sagte, Genossen, wir wollen die Einheit gar nicht mehr. Die Partei will sie nicht mehr und die Sowjetunion will sie nicht mehr. Man mag dazu stehen, wie man will. Das ist vorbei, das ist gelaufen. Es geht um Erneuerungen und Veränderungen und Verbesserungen in der DDR. Und da bin ich völlig auf eurer Seite. Aber in der nationalen Frage macht ihr euch Illusionen. Walter Janka sagt bis heute, er wollte nie ein Dissident sein. Waren Sie Dissident? Nein, ich habe mich überhaupt nicht als Dissident gefühlt, sondern als jemand, der die echte, wahre Linie der Partei, so wie sie nun zu verstehen sei, verteidigte gegen die Stalinisten, die von ihr abwichen. Und Konterrevolutionäre sind, nicht? Also Ulbricht konterrevolutionär ist, nicht? Mhm. Das selber ist, wovor er warnen zu müssen glaubt. Nicht? Wie hat sich Becher als Kulturminister, der ja an einer Diskussion teilgenommen hat, wie hat der sich verhalten? Hat er sich geäußert oder hat er nur zugehört? Er hat
sich konziliant veräußert, konziliant geäußert. Er hat sich sehr interessiert gezeigt. Er war auch von vielem sehr angetan, aber das in einer vorsichtig modifizierten Weise und meinte, dass man das in kleinerem Kreis diskutieren müsste und nicht in einem so großen Kreis, wo ja auch beim Aufbauverlag, Redaktion des Sonntag, eine ganze Reihe Parteiloser dabei sind.